Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, Kinder- und Jugendarzt, und ich begrüße Sie herzlich zum Video über den Hüftschnupfen. Wenn ein sonst gesundes Kind plötzlich hinkt oder gar nicht mehr auf ein Bein stehen will, obwohl es in den Stunden oder am Tag zuvor überhaupt keinen Unfall oder Trauma gab, muss man bei Klein- und Grundschulkindern, denn da hauptsächlich kommt er vor allem an den Hüftschnupfen denken. Woher dieser etwas seltsame Name kommt und was die Ursache dafür ist, erkläre ich nachher. Nicht selten werden mir in der Sprechstunde diese Kinder gleich am frühen Morgen vorgestellt, weil das Kind nach dem Aufstehen partout nicht mehr auf ein Bein auftreten kann oder deutlich hinkt und sich die Eltern verständlicherweise große Sorgen machen, weil sie keinerlei Erklärung dafür haben. Und bei der äußerlichen Untersuchung fällt dann auch gar nichts auf. Man sieht keinen Bluterguss, keine Schwellungen. Schmerzen hat das Kind im Sitzen und Liegen auch nicht. Nur bestimmte Bewegungen tun weh. Und wenn ich das Kind dann schließlich auf der Untersuchungsliege in der normalen Rückenlage untersuche, fällt auf, dass das Bein, das geschont wird, in diesem Fall das linke Bein, eher auf die Seite zeigt, während das gesunde Bein schön gerade liegt. Und dann hat das Kind eine deutlich eingeschränkte Bewegungsfähigkeit im linken Hüftgelenk im Vergleich zur gesunden Seite. Es lässt sich nicht schmerzfrei so weit nach innen und nach außen drehen, wie es auf der gesunden Seite möglich ist. Und das sieht man auf diesen Bildern ja ganz gut. Und wenn ich dann noch mit dem Ultraschall die Hüftgelenke vergleiche, fällt auf, dass der linke Gelenkspalt deutlich aufgeweiteter ist als der rechte. Das heißt, dass sich deutlich mehr Gelenkflüssigkeit in diesem Gelenk befindet. Und das ist auch der Grund für die Schmerzen bei Belastung und bei bestimmten Bewegungen. Und wie sieht die Therapie aus? Kinder mit einem Hüftschnupfen können problemlos zu Hause behandelt werden. Es ist allerdings darauf zu achten, dass sie das Gelenk schonen, das heißt die meiste Zeit liegen, sodass die Schwellung im Gelenk wieder zurückgehen kann. Das dauert in der Regel 1 bis 2 Wochen. Ein bisschen bewegen dürfen sich die Kinder schon, zum Beispiel langsam auf die Toilette oder zum Esstisch gehen. Natürlich können und sollen sie an die frische Luft. Sie können ja im Kinder- oder Bollerwagen oder im Rollstuhl gefahren werden, aber nicht unbedingt auf den Spielplatz, wo das Kind die anderen Kinder spielen und rumspringen sieht. Sie verstehen schon, was ich meine. In den seltenen Fällen, wenn das Gelenk auch in Ruhe schmerzt, vor allem anfangs, kann Ibuprofen oder Paracetamol gegeben werden. Dabei aber unbedingt darauf achten, dass das Kind, das dann ja die Schmerzen deutlich weniger spürt, nicht allzu aktiv wird. Und wenn es den Kindern dann nach 1 bis 2 Wochen deutlich besser geht, wird bei der Kontrolluntersuchung der Gelenkspalt mit dem Ultraschall erneut untersucht. Und wenn die Aufweitung sich zurückgebildet hat, kann das Kind wieder ganz normal belasten. Aber wie wir im Schwäbischen sagen, Hoferle, das heißt vorsichtig, langsam. Und sportliche Belastungen sollte man am Anfang vermeiden. Und bei wieder auftretenden Schmerzen muss sofort wieder geschont werden. Und jetzt noch, wie versprochen, die Erklärung oder der Versuch der Erklärung des Namens Hüftschnupfen. Als Ursache für den Hüftschnupfen wird eine Überreaktion des Immunsystems angenommen, die dazu führt, dass vermehrt Gelenkflüssigkeit gebildet wird. Warum ausgerechnet nur am Hüftgelenk, ist ungeklärt. Und meistens tritt es zwar nur auf einer Seite auf, kann aber auch mal an beiden Seiten auftreten. Und wichtig, es kann nach ein paar Wochen erneut auftreten. Wir Mediziner nennen das Rezidivieren. Wir waren bei der Überreaktion des Immunsystems. Meistens haben die Kinder mit einem Hüftschnupfen 1 bis 2 Wochen davor einen meist nur banalen Erkältungsinfekt gehabt mit Schnupfen, Husten mit oder ohne Fieber. Und es scheint so zu sein, dass ausgelöst durch eine solche Virusinfektion, Erkältungsinfekte sind ja durch Viren ausgelöst, bestimmte Immunkomplexzellen entstehen, die nach 1 bis 2 Wochen zu einer Aktivitätssteigerung der gelenkflüssigkeitserzeugenden Zellen führen. Klingt ganz schön kompliziert, ist es auch, aber hilft ja nichts. Und das auch nur noch an einem Hüftgelenk ausgerechnet. Und warum genau das bei dem einen Kind und nicht bei allen Kindern passiert, ist auch nicht klar. Wie so vieles in der Medizin bis jetzt noch ein Geheimnis bleibt.
Und das einzig Gute ist, dass der Hüftschnupfen folgenlos verheilt. Und zum Schluss noch eine Warnung. Wenn ein Kind hinkt oder ein Bein schont und Fieber hat, dann kann eine eitrige Gelenkentzündung dahinter stecken. Die ist nicht so harmlos wie der Hüftschnupfen. Aber über den wissen Sie jetzt ziemlich gut Bescheid.